wie hier die Zeitlupe zeigt, bei der weichen Federung sogar die großen Federwege nicht mehr aus. Wie hier die Zeitlupe zeigt, bei der weichen Federung sogar die großen Federwege nicht mehr aus. Die Zeit auch nur um eine gute halbe Sekunde. Mit einer Version kann der Außenspiegel elektrisch von innen eingestellt werden. Eine Bedienungshilfe, die besonders bei schlechtem Wetter von Vorteil ist. Wie bei Frontantrieb üblich, erweist sich der Citroën auf der Kreisbahn im Grenzbereich als gutmütiger Untersteuerer. In der Praxis bedeutet dies, dass, wenn der Fahrer zu schnell in eine Kurve geht, die Vorderräder hinausschieben und weiter eingeschlagen werden müssen, um auf der Spur zu bleiben. Das ist eine für den Fahrer natürliche Reaktion. Dabei bremst sich das Auto von selbst ab. Geht man in der Kurve vom Gas weg, reagiert das Auto harmlos. Ein ausbrechendes Hex, das Gegenlenken erfordern würde, kommt in der Praxis niemals vor. Trotz des Untersteuerns im Grenzbereich reagiert der Citroën bei normalen Geschwindigkeiten auf Lenkradbewegungen sofort, was von manchen Fahrern eine gewisse Eingewöhnung erfordert. Sehr wirksame Stabilisatoren halten die Kurvenneigung trotz der sehr weichen Federung in Akzeptanz. Die automatische hydraulische Niveauregulierung kann auch vom Fahrersitz aus betätigt werden, um gegebenenfalls die Bodenfreiheit zu vergrößern. Dies erlaubt auch einen Radwechsel ohne zur Hilfenahme eines Wagenhebers. Ein einfacher Ständer genügt. Der größte Vorteil der Niveauregulierung ist jedoch, dass bei jeder Beladung die Bodenfreiheit gleich bleibt und dadurch auch die Fahreigenschaften sich kaum ändern. Ganz hervorragend schneidet der CX auf der Holperstrecke ab. Dort, wo den meisten Wagen kaum mehr als 40 km pro Stunde zugemutet werden kann, verträgt er anstandslos 60, ohne dass der Fahrer dieses Tempo als übermäßig unkomfortabel empfindet. Allerdings hat die Technik auch ihre Grenzen. Auf schnell